Ja, hallo. Hier ist wieder Michael. Zeus ist wieder dahin am Abflitzer. Ist natürlich auch wieder dabei. Wie gesagt, er ist ja immer da. Geht ja hauptsächlich auch hier um den Hund. Von daher ist er natürlich auch immer dabei. Ist jetzt wieder mal unter Unterholz verschwunden. Ja, ich nehme an, der hat da wieder irgendeinen Hase oder einen Vogel. Wobei Vögel finde ich eigentlich wesentlich interessanter. Jetzt haben wir auch da einen Baggersee. Vielleicht ist auch runter ein bisschen an Wasser was trinken. Mal gucken. Ja, eigentlich wollte ich ja ein Video machen, was Leinenführigkeit betrifft. Allerdings ist das immer alleine ein bisschen doof zu filmen. Von daher habe ich mich entschieden, heute mal ein bisschen über das Thema Hundefutter. Was mich auch aktuell ein bisschen betrifft. Da der Zeus nämlich seins im Moment nicht so gut verträgt. Hat im Moment ein bisschen häufig mit Durchfall. Hat sich immer bei den Spaziergängen bemerkbar gemacht, dass er dann doch da öfters wie einmal sich erleichtert. Meistens mehrmals. Dann hat er viel mit Blähungen zu tun. Hat auch übel riecht. Ja, von daher habe ich mich die letzten Tage ein bisschen intensiver mit dem Thema Futter, Trockenfutter auseinandergesetzt und habe da mal geguckt, was gibt es da für Hersteller, wie, was tun die in das Hundefutter rein und ja, was frisst mein Hund eigentlich so? Muss ich ganz ehrlich sein, habe ich auch nie so wirklich drüber nachgedacht. Habe eigentlich immer gedacht, man holt da ein bisschen ja, mittelteures oder mittelklassiges Hundefutter, das wird schon gut sein. Hatte auch bis jetzt noch nie, ehrlich gesagt, Probleme damit, dass ein Hund das nicht vertragen hat. Beziehungsweise, ja, also, wie gesagt, also noch nie Probleme gehabt, dass der Hund das nicht gefressen hat oder es nicht vertragen hat. Also war immer alles problemlos. Im Zeus ist es halt jetzt ein bisschen anders. Der hat da halt, wie schon gesagt, ein bisschen Probleme im Moment. Also körperlich und so jetzt alles nicht. Er ist auch fit, aber ja, man soll doch gucken, dass das dann alles doch schon ein bisschen ordentlich ist. Ja, was mir dabei aufgefallen ist, ist folgendes, dass halt viele, sehr viele Futterhersteller doch sehr viele Mogelpackungen sind. Also da wird stellenweise von 80%, 90% Frischfleisch geredet und so. Wenn man sich dann aber das mal alles genauer betrachtet, dann ist natürlich im Trockenfutter kein frisches Fleisch. Das ist getrocknet und wenn man frisches Fleisch halt trocknet, das hat halt sehr viel Feuchtigkeit. Ich bin ja wie gesagt kein Futterexperte, aber was ich so alles so mich erlesen habe und nachgesehen habe, im Internet kann man sich ja da wirklich viel schlau machen, liegt ja so bei knapp 70% der Feuchtanteil. Da ist natürlich von, ja, wenn dann da zwei Drittel vom Fleisch auf einmal weg sind, dann sind nämlich ruckzuck aus 60% noch maximal 20%. Und das ist dann doch nicht mehr so toll, gell? Dann ist da doch auf einmal alles gar nicht mehr so viel. Dann redet man hier ganz oft von Fleischprotein. Was ja auch eigentlich Protein, ja, wusste ich auch vorher nie. Ich habe immer gedacht, das wäre was Gutes. Kann das natürlich auch sein, ist es aber meistens nicht, weil meistens sind es doch irgendwelche Schlachtabfälle wie Klauen, Hufe, Schnäbel, Federn. Ja, und so was füttert man dann seinem Hund. Ja. Jetzt gibt es da wirklich ein paar wirklich gute Futterhersteller, die natürlich auch ein bisschen teurer sind, die aber dann auch ja, Futter so deklarieren, dass das, sag ich jetzt mal, ein normaler Mensch, der nicht irgendwas mit Futterwissenschaft studiert hat, versteht. Weil das ist ja auch wieder so ein Thema, da muss man ja schon studiert haben für, was da alles auf der Verpackung draufsteht. Gell? Da sind ja sämtliche Konservierungs- und Geschmacksverstärker und was da alles drin ist. Das ist ja wirklich, boah. Also, ich glaube, man will manchmal gar nicht wissen, was der Hund da wirklich frisst. Gell? Zeus, komm, bleib hier, Digga. Und ja, habe ich mir, wie gesagt, mal die letzten Tage Gedanken drüber gemacht. Nein.
Und da sollte man doch ein bisschen drauf achten. Also es gibt da wirklich gute Futterhersteller, die das, denke ich, ganz gut machen. Die tun da halt auch wirklich viel ausweisen auf der Packung. Jetzt muss man wirklich sagen, umso weniger drauf steht, umso besser ist es. Ja? Also umso weniger da an Zutatenliste, muss man wirklich sagen, drauf steht, umso besser ist es. Man sollte natürlich darauf achten, dass der Fleischanteil die größte Zutat ist. Gell? Weil ein Hund ja, wie gesagt, ein Fleischfresser ist und kein Veganer oder Vegetarier. Von daher weiß ich nicht, warum da Mais oder Kartoffel oder Weizen, was da an erster Stelle steht, das hat er einfach nichts zu suchen. Gell? Das ist jetzt natürlich, will ich nicht sagen, das darf gar nicht im Futter drin sein. Aber an erster Stelle sollte halt Fleisch sein. Ja, ich will ja jetzt auch gar nicht auf die Hersteller selber eingehen. Weiß jetzt nicht, inwiefern das da nachher noch Ärger geben kann oder vielleicht sogar wird, wenn man da irgendeinen Hersteller schlecht macht. Ich denke aber, man kann so weit gehen, dass man sagt, das Hundefutter aus den Discountern, sag ich jetzt mal da 5 Kilo für 3,99 oder für 5,99, da denke ich, sollte jedem klar sein, dass das nicht viel sein kann. Gell? Ich will mich da gar nicht frei von sprechen, in der Vergangenheit auch schon mal das an der Hund verfüttert, aber wie gesagt, ich habe mir auch noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, was frisst mein Hund da wirklich. Ich habe bis jetzt vor kurzem wirklich gedacht, dass das hier Frischfleisch 80% oder 90%, dass da richtig wirklich nur Fleisch drin ist, und so ist aber gar nicht so. Genauso mit dem Fleischprotein, das denkt man einfach nur, dass das halt wirklich Fleisch ist, aber ne, kann alles sein, gell? Macht euch mal ein bisschen schlau da, guckt mal auf euer Futter drauf, was ihr eurem Hund da wirklich so füttert. So wie ich das jetzt für mich erlesen oder in Erfahrung gebracht habe oder so wie ich es verstanden habe, sage ich jetzt mal, müsste wirklich das Beste sein, wenn da Trockenfleischanteil steht. Dann ist das, was doch wirklich im Futter drin ist. Also Trockenfleischanteil ist eine sehr gute Angabe. Dann sollte schon prozentual aufgelistet sein, was wie viel im Futter ist. Das ist natürlich auch immer von Vorteil, dass ihr genau wisst, was für Bestandteile in dem Futter drin sind. Ja, macht euch schon mal ein paar Gedanken. Ich habe mir auf jeden Fall meinen Gedanken gemacht und ich denke, dass man da vielleicht, wenn man... Jetzt ist es beim Zeus so, der kostet ungefähr bei dem Futter, wo ich vorher gehabt habe, knapp über 1 Euro. Tagesration ist jetzt ja nicht wirklich viel. Jetzt habe ich, glaube ich, ein wirklich ganz hochwertiges geholt und da sind wir bei 1,30 oder 1,40. Ja, das ist, denke ich, das sind alles Summen, die kann man verkraften, gell? Von daher vielleicht doch ein bisschen besser seinem Hund was Gutes tun. Weniger Probleme dafür mit dem Hund. Ist ja in jedem seinem Sinn, da der Hund gesund ist oder der Tier gesund ist. Alles klar, bleibt gesund, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und da, denke ich, machen wir dann mal ein bisschen Leinenführung mit Praxisteil. Haut rein.